Level up, sehr schön. So, wir haben keinen Perk, aber wir könnten ein bisschen Melee Weapons noch höher drehen. First Aid. Das ist Doktor auf minus 3 jetzt. Speech können wir noch ein bisschen höher drehen. Wobei machen wir ein Speech, zwei auf Bade. Na gut, das war's dann schon. Heimgerannt. Und dann auch noch zweimal zugeschlagen, oh je. Jetzt gibt's zum Glück ausgewichen. Sehr schön. Direkt zwei dicke Schläge abgekriegt. Wenn ich halt eine Fernkampfwaffe hätte. Okay, der ist eh um die Ecke gebogen. Wie denn nur noch auf 8 Hitpoints? Das war schön. Die Pick Rats. So, gibt's hier irgendwie Loot? Doch, da liegt was. Tool. Toolset contains various useful tools, including pliers. It weighs 1 pound. Pound. Eine Bombe. Sorry für der Take All. Ich mache mir das immer so schwer. Ach so, die werde ich wahrscheinlich auch hier brauchen, weil Lockpack 1%. Jo. 10.000, nächster Level. Ich bin radiated. Oh. Hab ich oder habe ich kein Red Array? Ich habe Red X. Also ich habe nichts, um die radioaktive Verstrahlung, die ich schon erlitten habe, jetzt zu heilen. Die gibt natürlich auch nochmal Minus.
Jo, was können wir hier looten? Ein Fuel Injection System in the backseat. You gain 200 Experience Points. Okay. Kann ich sonst was damit machen? Nö. Hier gibt es doch hoffentlich noch ein wenig Loot. Kann doch nicht sein, dass hier dann nichts ist. Ich meine, gut, wie man sich da jetzt vielleicht schon gedacht hat, ist das Teil, was man gefunden hat, natürlich fürs eigene Auto. Halt, da war irgendwas. Ein Kühlschrank. Nuka, Cola und Bier. Okay, anders darüber komme ich nicht. Der Nuka-Cola-Automat, an dem kann ich nichts machen. Na gut, dann wohl zurück. Na, wahrscheinlich gibt es nichts, wo ich jetzt hier irgendwie abkürzen könnte. Sondern ich muss denselben Weg jetzt zurückgehen. So, dann mal zurück zu dem Trapper Town. Irgendwas. Töppi. Vielleicht kriegen wir jetzt eine Belohnung. Very tall, lanky Trapper. Good riddance to rodent rubbish. Nix. Okay, da haben wir ja soweit alles schon durchgeschaut gehabt. Mal beim Golden Gecko nochmal nachschauen. Was der so im Angebot hat. Der hat Red Array. Kostet 1000. Kann ich mir ja nie und nimmer leisten. Die Lederrüstung 500. Vielleicht kriege ich das hin. Okay, ich hätte vielleicht auch statt der Bombe die Crowbar einsetzen können bei der Tür. Nee, komm. Ach komm. So, jetzt. Okay, jetzt mit Gummistiefeln.
wäre es natürlich an der Zeit, die andere Cave weiterzumachen. Nur da haben wir halt jede Menge Golden Geckos vor uns. Und das nicht gut. Habe ich früher auch schon auf sehr schwer gespielt. Ich glaube, hier sollte man nicht rein können. Ich schaue noch mal bei Wix rein. Bei der Hintertür rein. Oh Gott. Das ist eine Trap. So viele Hitpoints verloren. Nur weil ich nicht nachgeschaut habe, ob da Fallen sind. Das ist halt auch schon lange her. Ja gut, dann speichere ich halt jetzt nochmal so. Pain. Wenn ich jetzt nochmal dran mache, bin ich tot wahrscheinlich, oder? Nee? Okay, wird nur einmal. Lockpick ist halt auch nur 1%. Daran lag es wahrscheinlich. So, funktioniert das, dass ich hier die gute Crowbar benutzt. Das ist nothing. Okay. Bist du der Whisky Bob Tippy? What's up, Brent? Keine Ahnung. War hier nochmal was? Nee, ne? Da war ich ja schon mal von hier drüben reingegangen. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass egal was ich jetzt mache, ich ziemlich auf die Schnauze bekommen könnte. Erstmal ins Badehaus mit schönen Postern. Before we go any further, you've gotten known that the baths are for individuals, not groups. You can make your own arrangements, and when your friends can do as they please on their own. Okay. What kind of special attendant baths do you have here? We have available vary in cost by the amount of time that the girl spends with you, and any special services that you take advantage of. You mean I get to be with a real-life girl? Sign me up. Denken sich wahrscheinlich viele Gamer in sowas, aber ich muss Geld sparen. Wobei, vielleicht heilt's einen. Okay. Tell me the types of bath that you have again. So. A washcloth hand wipe, a brief full body wash, and lastly the round the world full squeaky clean service offered by the beautiful and talented Jenny, recently trained at the finest house in the den. So. Das mega cleany sonst was. Wie viel kostet das? 125. Ja gut. Machen wir mal. Ist ein Deal. That was nice. You seem like you know your way around a woman better than most men your age. I'm glad that you had as much fun as I did.
You're different from the usual group around here. Tell me about what goes on here. What do you want to know? Or what would you like to know? Tell me about trappers. Really, Gecko Pals. Okay, die machen halt Gecko Pelz oder Skin halt. Okay. Schönes Badehaus, wo nur Betten sind. So. Wir haben immer noch nur 2 HP. Hat sich da sonst was geändert? Karma? Perks? Ich glaube, wir haben einen Perk verloren. Toll. Hello there, you here to barter for some of our world famous Dunton's dry meat? That sounds great, I'd like to barter. Cat's Paw Magazine, damit war auch irgendwas. Kostet auch nur 13. Wenn ich halt wüsste, wie viel das Meat Jerky heilt und Healing Powder im Vergleich zum Preis, was es kostet. Sie 78. Ach, so viel haben die gar nicht. Wie viel kostet so ein Fleisch? Vorher habe ich es noch verkauft. Jetzt kaufe ich es. Auch nicht optimal. Okay, that's a good trade. Yes, I do. I don't think we need to tell you anything. What the heck do you want anyway? Garden Eden Creations Kit werden die garantiert nicht kennen. Aber was sagen die da? Closest I ever get to the Garden of Eden is in lovely Jenny's arms over at Mars Bathhouse. Mhm. Ja, da waren wir ja schon. I'd like to barter. Just which Dunton are you anyway? Have you heard about anything about Brahmin mutilations around here? Well, I hear that they are some Buckman cutting up Brahmin out east of us, but I wouldn't believe anything you hear. Das war da, wo wir den Roboter zerstört haben. Glaube ich. I guess I don't see anything at all. Goodbye. Ja. So. Okay, also ich würde mal sagen, so wie es bisher war, ist die Himmelsrichtung Norden in die Richtung. Also links oben, bei dem isometrischen hier. Und nicht einfach nur nach oben. Jedenfalls so, wie die es immer beschreiben. Ja gut, sonst gibt es hier halt nichts. Und fürs Finanzielle wäre es besser, wenn ich jetzt den Smiley endlich mal retten würde. Na gut, Save Game. Save.
Ups, da hoch zu den Toxic Caves will ich wieder. Jetzt habe ich ja endlich Gummistiefel, da ich durch die Siffe laufen kann. Und die schon erlegten Geckos sind natürlich jetzt alle weg. Zu legt drauf. Uns kommt natürlich direkt ein zweiter, oder was? Nee, ich bin dran. Boah. Wenn ich jetzt hingehe, kriege ich sowieso auf die Schnauze. Wenn ich nicht hingehe, geht er auf Sulik und der verliert so viel Leben wahrscheinlich. Na gut, mal gucken, was passiert. Ja gut, der geht auf Sulik. Dann 8, 7, 6. Da, dann kann ich nächste Runde hingehen und da mal einmal draufhauen. Vorausgesetzt, er lebt noch so lang. Wobei gut, die goldenen Geckos sind halt schon sehr widerstandsfähig.